Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann Reloaded. Ja, ihr seht schon, ich bin hier fleißig am Wässern von den Gemüsebeeten. Rotkohl, Weißkohl und Salat. Da ist jetzt schon Wasser drin, jetzt fehlen nur noch die Tomaten. Da fängt der Kohl auch schon an zu sprießen. Salat sieht auch gut aus. Ich hoffe, die überstehen die kalten Temperaturen. Wenn ich jetzt so auf die Wettervorhersage gucke, scheint es ja doch recht frisch zu werden in den nächsten Tagen. Und in 1, 2, 3, 4, oh, 5 Tagen ist sogar Schnee angesagt. Hoffentlich geht uns da nichts kaputt. Ja, und was wir dann auf jeden Fall noch brauchen, ist für die Tomaten. Und für den Salat, ja, definitiv Kompost. Den werden wir uns auch gleich noch holen. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen voll geworden, weil, oh ja, naja, gut. 6608 Liter von 8000. Mehr gibt es halt jetzt nicht. Ja, ich habe jetzt hier jeweils immer ein Beet bzw. ein Gewächshaus in Betrieb genommen. Also ich denke mal, ich werde nicht alles machen. Das wird mir dann einfach zu viel. Da komme ich nicht mehr rum damit. Also so ganz ohne Helferlein wird das, glaube ich, dann schwierig. So, der Bucher bleibt da. Jetzt kommen wir hier. Ja, gut, dass ich jetzt hier nur reingeswitcht bin. Wie sieht es da aus? Sehe nichts. Ne, da sitzt. Die sind noch nicht voll. Oh, Weidezaunbatterie. Neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Wasser passt, Heu passt. Okay, das kann man, glaube ich, gelten lassen. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal dran und holen noch Kompost. Es ist zwar schon ein bisschen spät. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel bei euch. Ich mache mal hier Festbeleuchtung an. Oh. Ich soll doch so nicht rumfahren. Und dafür holen wir jetzt uns. Dafür holen wir uns jetzt unseren Überladewagen mit Wall. Jawohl. Wir haben ja da so einen praktischen Lagerplatz. Wo wir schon als kleines Startkapital im Prinzip einen Haufen Kompost liegen haben. Ich hoffe, das ist jetzt auch der mit. Ja, ist er. Wäre natürlich jetzt doof gewesen, wenn ich den Standard-Überladewagen runtergefahren hätte. Da sieht es nämlich mau aus mit automatischem Aufladen. Aber der hier ist ja Bestandteil vom Start-Vehicle-Pack. Und deswegen werden wir den natürlich auch nutzen. So, jetzt muss ich immer gucken, wie wir da am besten hinfahren. Der Lagerplatz ist ja da bei Feld 8 im Prinzip, dieser kleine graue Fleck da auf der Karte. Ja, da fahren wir einfach nach der Spinnerei den Feldweg rein. Da muss ich nach wie vor auf die Minimap gucken, da verfahre ich mich nämlich sehr gerne. So, da ist die Spinnerei. Und wenn er jetzt auf die Minimap guckt, unten links, da geht jetzt gleich rechts so ein Feldweg ab und da fahren wir auch rein und da sind wir dann auch schon. Hui. Oh, Autospeichern. Und da haben wir jetzt auch schon die Haufen. Der erste ist Muttererde, der zweite ist Kies. Also Kies hat hier noch keine Funktion. Dann haben wir den Kompost und dann haben wir Kalk. Wir wollen Kompost. Jetzt muss ich gucken, dass ich auch da gleich. Jawohl. Richtig rum ranfahre, weil sonst habe ich nämlich das Problem, dass ich was drin haben will, was ich eben nicht haben will.
So. Jetzt lassen wir den einfach mal aufladen. Wir werfen uns in unseren LKW und dann nehmen wir auch gleich den Hänger dazu mit. Ich hoffe, dass ich den jetzt hier... Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Nicht hingucken. Wollte gerade sagen, dass ich den unfallfrei da rauskriege. Aber nein, natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? So. So, weg da. Ich hab's eilig. Außerdem will ich ja irgendwann auch mal Feierabend machen. Wir haben schon 5:30. Gucken wir mal, wie viel wir mit hochnehmen. Ich bin ja versucht zu sagen, wir hauen uns jetzt einfach mal den LKW samt Anhänger voll. Weil sonst wüsste ich ja jetzt nicht, wo ich Kompost brauchen würde. Gut, bei den Apfelbäumen noch, aber... Ich habe, ja, die Apfelplantage habe ich eigentlich schon immer etwas vernachlässigt. Ich meine, da oben ist auch... Mein Mitarbeiter, der Franco Franz, ist ja mein Praktikant, der kümmert sich also rührend um die Apfelbäume, sprich überhaupt nicht. So, sammelt der denn noch oder ist er schon voll oder zu weit weg? Er ist voll. Das Rohr raus. Jetzt habe ich bloß, ich komme da irgendwie... dran gefahren. Ja. Kommen wir. Sehr schön. Oh, hier geht's jetzt weiter. Ah, der lädt schon wieder weiter. Das ist schön. Das ist natürlich jetzt sehr praktisch. Da sparen wir uns nämlich ein Schäufelchen. Ich hoffe, der kommt nur dran. Ja, kommt er. Also noch nimmt er vom Haufen. So. Dann muss ich halt jetzt doch wohl oder übel rückwärts ranzirkeln. Irgendwie. Wird schon gehen. Naja gut, jetzt so vielleicht nicht ganz, aber ich denke, die Absicht war klar erkennbar. So. Ah, jetzt. Jetzt. Ich bin jetzt mal so unverschämt und mach den Schlepper aus. Er sammelt er noch? Nein, jetzt sammelt er tatsächlich nicht mehr. Zäh. Was ist das denn? Hätte ja sein können. Okay, der ist voll. Ist erstaunlich, dass der da nur drankommt, gell? Das ist ja schon ziemlich weit vorne. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Okay. Dann fahren wir jetzt den LKW weg. Dann stellen wir den vielleicht mal seitlich dran. Ich glaube, da machen wir besser zu. So, den stellen wir schon mal in Fahrtrichtung. Da werden wir nämlich jetzt gleich zum Gemüse hoch.
Gemüsehof hochdonnern. Ach, jetzt sammeln wir. Okay. So. Den machen wir uns gleich mal voll. Aus. Und auf geht's zum Gemüsehof. Das ist natürlich jetzt schon sehr viel Kompost. Da können wir ja vielleicht doch ein bisschen was zu den Äpfeln hochfahren. Verteilen werden wir es wahrscheinlich selber müssen. Franco Franz ist nicht der Fleißigste. Also er ist absolut zuverlässig und sehr treu. Ja, er ist also tagtäglich da quasi 24/7. Ich habe nur leider nichts von seiner Anwesenheit, weil er halt absolut gar nichts macht. Doch, er läuft spazieren. Oh. Ich glaube, er ist sehr gesundheitsbewusst, ja. Er ist also da oben immer fleißig am Rummarschieren. Ich weiß ja nicht, wie sieht es denn da bei euch aus? Dürft ihr mal gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Habt ihr bei der Apfelplantage auch so Probleme wie ich mit den Angestellten, / Praktikanten? Ich möchte ja jetzt da nicht unbedingt behaupten, er sei faul, aber naja, produktiv ist er halt auch nicht. Ja, ja, ist schon schwer, gutes Personal zu bekommen. Da macht man was mit. Also ich meine nicht, dass ich jetzt Franco Franz ersetzen wollen würde. Also ich meine, ich würde theoretisch schon, ja. Wenn ich könnte, aber da sind mir leider die Hände gebunden. Franco Franz Praktikumsvertrag ist leider Gottes hieb- und stichfest, also total wasserdicht. Da haben wir keine Chance, den irgendwie loszuwerden. Ich meine natürlich. Naja, wie kann man das jetzt netter ausdrücken? Uns von ihm zu verabschieden. Um nicht zu sagen, ihm zu zeigen, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Herrschaftszeiten, was ist denn jetzt nur für Verkehr um die Uhrzeit? Immer nur Berufsverkehr. Das sind bestimmt wieder die ganzen Touristen, die sich da verfahren haben. Ja, davon geht's für euch sowieso nicht weiter. Das ist alles privat. Ihr könntet theoretisch auch hier schon umdrehen. Ja, ja. Schönen Abend noch. So, endlich jetzt mal hier freie Fahrt. Hey, 80.000 Liter Kompost. Ich glaube, bei der Menge können wir das Gemüsezeug da, also zumindest die Tomaten und den Salat, 10 Jahre lang anbauen. Weil der Kohl braucht ja keinen Dünger. Der braucht bloß Wasser und halt natürlich, klar, die Setzlinge. So.
Mal gucken, ob wir uns hier irgendwo elegant durchschlängeln können. Oh, 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 oh. Ich glaube, die Palisade über den Haufen fahren. So. Ja, das ist natürlich jetzt ein Wahnsinnsverbrauch. Ist halt jetzt vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, gell? Entweder wir schmeißen jetzt den Kompost da auf diese Platte, wo wir haben. Dann brauche ich da herüber aber irgendwas mit Schäufelchen. Auch ungeschickt. Hm. Naja, jetzt schmeißen wir mal daher, haben tun wir schon. Oh, um Gottes Willen. Gut, wir schmeißen ja doch nicht dahin. Wir bleiben einfach jetzt mal an der Kante hängen. Ich wollte euch nur zeigen, wie man es am besten nicht macht. Jetzt muss ich auf jeden Fall auch gucken, dass wir Abkippseite, jawohl, ist hinten. So. Okay. Den lassen wir jetzt aber komplett da. Da tun wir jetzt gar nicht rum, da machen wir uns zwei Haufen hin. So, das schmeißen wir gleich wieder dran. Gut, hätten wir auch geschafft. So, dann werde ich jetzt nochmal runterfahren, werde den restlichen Kompost holen und davon schmeißen wir, wie gesagt, einen Teil auf die Apfelplantage. Und während ich da runtergurke und ihr nicht wieder, ja, euch da mit mir langweilen müsst, würde ich sagen, ich komme für dieses Video zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht. Und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.